Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Trash. Wir spielen heute ein Spiel namens Brawlhalla. Zum zweiten Mal, das ist die zweite Aufnahme. Die erste Aufnahme, die ist irgendwie ein bisschen verschitt gegangen. Ich bin nicht alleine, mit dabei ist der LOM Break. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also Brawlhalla, es ist voraussichtlich nicht unbedingt so ein Trash-Game, denn es hat auch gute Rezensionen auf Steam. Sehr positiv sogar. Und das wollen wir einfach mal angucken, ob das tatsächlich dem so ist. Ich sag, kann ich dir die Raumnummer schon geben? Kannst du durchgeben. Das ist 96342. Ich spiele mit dem Piraten. Und das ist halt ein Brawler. So ein bisschen ähnlich wie Smash Bros. Kann man bis zu 4 Spieler spielen. Lokal im Couch-Koop, wie sich's nennt heutzutage. Oder halt auch übers Internet. Und los geht's. Halt, ich muss nochmal zurück. Was die Settings? Wir spielen nämlich mit Leben. 4 Leben, 8 Minuten. Und dann geht das los. Offizielle Smash Bros. Regeln von früher. Inzwischen sind die doch anders. Ja, ja, die ändern sich pro Apex immer. Ja. So. Weil offiziell ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, die ändern sich nicht mehr pro Apex, sondern wirklich auch immer pro Turnier. 3, 2, 1, los geht's. Wir spielen beide mit Controller. Ah, wow, ich hab dir den ersten Hit gegeben. Uiuiui. Was machst denn du? Ups. Wow. Wow. Au! Schmeißt er mir das Ding vor den Kopf. Boah. Au! Also es gibt ja Waffen. Gibt es in zwei verschiedenen Kategorien. Au! Zwei verschiedene Kategorien. Einmal in größer und dafür langsamer. Und einmal in. Wow! In einmal in kleiner und dafür nicht so langsam. Oh shit, bin ich dumm. Und dann gibt es auch noch die Angriffe in schwach und stark. Gibt es ja auch sowas wie Prozente wie bei Smash Bros? Wow. Was? Ja, da gibt es ja auch sowas wie Prozente bei Smash Bros. Ich habe sowas noch nicht entdeckt. Oben links in der Ecke ist zwar irgendwas. Oh ja. Ja, das ist irgendwie ein Balken. Ich glaube, das ist ein Schadensbalken, ja. Schadensindikator habe ich da. Wow! Die haben mir voll eine reingeballert. Ja, mein Charakter hat zumindest entweder ein Schwert oder eine Pistole. Einer hat aktuell entweder ein Schwert oder einen Vorschlaghammer. Ein Hammer, je nachdem. Und das soll wahrscheinlich so eine Art Wikinger sein. Die starke Attacke kann man zumindest aufladen. Ausweichen kann man auch, man kann auch taunten. Hui! Nein! So. Na? Hey. Und das macht verdammt Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Oi, oi, oi. Ich glaube, das hast du bis jetzt noch nicht gesagt, ein Free-to-Play-Spiel. Ah ja, Let's Trash setzt voraus, dass es Free-to-Play ist. Ah, dann sollte trotzdem auch nochmal sicher gehen. Wow! Du hast heimlich noch geübt in der Zeit, oder? Ach. Falsche Taste. Ah, schade. Hui. Ah, das ist doch dumm. Weil hier, so wie es aussieht, sind die Charaktere sich nicht. Aua. Wohl. Fähigkeiten teilen, sondern wohl eher die Waffen. Ja, es scheint sich eher durch die Waffen zu unterscheiden, ja, das stimmt. Wow! Und man kann zweimal springen. Sieht total witzig aus, das Spiel, ey. Ah, scheiße, ich wollte ausweichen.
Aber mal das Greifen ausprobieren. Komm her, ja. Nee, geht nicht. Also man kann bloß, throw heißt dann anscheinend nicht den Gegner werfen, sondern tatsächlich Waffen wegwerfen. Boah, Kackermist. Aua. Ah, okay. Man macht halt andere Attacken, je nachdem, ob man links, rechts oder unten drückt und in der Luft ist. Das ist ja normal. Na, so normal. Als gegeben würde ich das nicht voraussetzen. Ja, ja. Ist voll klar, oder? Logisch. Autschen! Okay, das habe ich noch nie gemacht. Lol. Danke, das ist dann wohl die schwere Attacke. Das war nach unten und hart. Knapp. Oh, ich habe gewonnen. Ja, weil ich mich gerade selbst gekillt habe. Okay. Wir wollen euch aber noch ein bisschen andere Characters zeigen. Ja, denken wir durch. Ich nehme wieder die Prinzessin. Ich werde nochmal die Raumnummer geben, ich muss da nochmal kurz was. Oh ja, Steuerung umändern. Sehr gern. Wir gucken so lange noch mal in die Settings rein. Es gibt noch andere Spielmodi. Es gibt ja noch den Brawl Ball und den Basketball. Den Basketball, den gucken wir jetzt als nächstes nochmal an. Und den Brawl Ball, den nicht. Das ist Football. Und das macht zu zweit nicht so viel Sinn. Das macht erst Sinn ab 4 Spieler. Aber Basketball kann man auch zu zweit schon spielen. Da hat man halt so eine Bombe und muss sie in das gegnerische Ziel werfen. Und dann geht das vorwärts. Und nochmal die Raumnummer. Schon wieder vergessen. Jo. Warte, ich mache mal den Damage auf 200%, damit es ein bisschen schneller geht. 96342. Das Spiel könnt ihr halt kostenlos im Steam zu holen, man braucht sich da auch nicht registrieren oder so. 96342. Du kommst nicht rein? Oh, warte, mein Privacy Level ist locked. Upsala. Gib nochmal ein. Sorry. Ja. Da ist er doch. So, let's go. Ich will mal die Welt. Mal gucken, welche kommt. Deine hatten wir vorhin schon immer. Hatten wir die Schneewelt schon, ja? Okay. Ja. Ah, die Leute haben auch noch unterschiedliche Stats da unten, habe ich gerade gesehen. So, also das Spiel bleibt definitiv auf meiner Festplatte drauf. Das macht ganz gut Laune. Autschen. Was war das denn? Ich habe mich selber. Ich habe mich mit der Mine weggesprengt, ich Trottel. Wow. LOL! Gleich mit Torten. Nein! Oh Mann, ey. Das Horn holen. Oh shit, jetzt habe ich die Pistole weggeworfen. Wow. Wie mit einem Baseballschläger, ey. Na, ich würde dich doch mal. Nein! Nein! So schnell wirst du mich nicht los!
Nein, schade. Oh, lol. Wow. Ja, genau. Hast du dich selbst gekillt? Sorry, voll geil, ey, scheiße. Du hattest doch Leben mehr als ich, oder? Nee. Nein, wir hatten dieselben Leben, aber du hattest anscheinend bei Schaden und bist dementsprechend schneller und weiter geflogen als ich. Oh, no. Verdammt. Okay, dann ist es jetzt Zeit für eine Runde Bombskin. Boah, der geht schon voll ab. Aber wir machen mal nicht 20 Minuten. Machen wir 5, das reicht. Damage also, 100%. Dafür, dass es ein Free-to-Play Brawler ist, macht das Spiel echt Laune. Wen hast denn du da? Orion mit einer anderen Farbe. Achso. Ich glaube. Dann mache ich immer den hier. Den hast du noch nicht, oder, Lucien? Die vierte hatte ich noch nicht. Irgendwas ja, kann genau, man dann später noch machen. Lucien. Und, naja, man kann sich noch andere Waffen kaufen und so weiter. Ah, jetzt machen wir erstmal andere Skins für Waffen, bitte. Habe ich jetzt gerade das falsche Waffen ausgewählt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Tatsache. Oh. Na, da können wir dann noch mal kurz reingucken, wie langweilig das ist. Das ist jetzt aber klein, das war vorne noch nicht so klein, oder? Hopp, hopp. Und score. Goal! So, man kann durch sein eigenes rotes oder blaues Ding halt durchlaufen. Autsch. Autsch. Oh, verdammt. Ha! Jawohl! Ein Goal! Goal! Ja, und das zu viert, das macht garantiert mega mäßig Laune. Okay. Boah. Ey, scheiß. Oh, Mann. Vorhin war es tatsächlich so, dass jeder einmal nacheinander einen Punkt gemacht hat. Oh, bitte. Ey. Ist doch nicht wahr. Aber jetzt irgendwie mache ich hier die Mega-Punkte gerade. Ja, weil ich gerade total mit meiner Steuerung nicht zurecht bin, wo ich sie gerade umgeändert habe. Den Ball weggeworfen, shitty. Oh, warum macht denn der jetzt so einen Schlag nach oben? Ich hab doch zur Seite gedrückt. So viel dazu. Das Red Team hat gewonnen. Aber kriegt der auch immer die falsche Waffe. Ja, wie hast du mal. Ich hatte aber auch immer die kurze Waffe sozusagen. So, Bombskin-Ball. 2 Minuten, okay, soll reichen. Ich nehme die. Ich nehme die, Alter. Ada. Lady Ada, die mit den 2 verschiedenen Augen. los geht's. Sorry. Ah ja, die Stage ist anders, okay. Sehr gut. Das Spiel ist noch Beta. 3, 2, 1, Brawl! Brawl! Ah, shit! LOL! Ich habe gerade kurz einen Frame-Einbruch gehabt. An.
Warum kam jetzt meine Bombe nicht? Scheiße, wir werfen alle daneben. Hab ich dafür einen Punkt gekriegt? Das wäre witzig gewesen, auf jeden Fall. Wow! Scheiße! Scheiße, nein! Jawohl, Alter! Huch! Ja, ich hab abgeblockt! Wow. Puh. Das war echt. Ich wieder. Du spielst das Spiel einmal, hast eine Steuerung drin, änderst die, weil sie dir nicht gefällt, dann kommst du auf deine, die dir eigentlich besser gefällt, nicht klar. Ja. So ist das. Das ist grauenhaft. Aber ich finde die Standardsteuerung, die ist schon ganz gut. Ich finde es nicht so prickelnd eigentlich, dass ich mit A springe. Ich möchte eigentlich mag ganz gerne lieber mit nach oben, so wie bei Smash Bros. Springen. Genauso habe ich es mir ja auch eingestellt und das ist gerade das, was nicht funktioniert. Ach so, okay. Aber passt schon. Hier gibt es noch die anderen Characters. Die sind alle ganz nett gezeichnet aus, muss ich sagen. Schöner Comic Look. Ich gehe mal raus. Und jetzt gucken wir nochmal in den Shop. Und check mal den, wie heißt das, Pay-to-Win-Faktor. Wo ist er denn? Wo ist der Shop? Da, Store. Es gibt hier andere Charakter. Ingame-Währung und Bezahlerwährung gibt es hier. Gibt es andere Charakter. Und die haben eigentlich bloß einen Skin und andere Waffen. Wahrscheinlich haben die auch noch andere Stats ein bisschen. Aber ich würde sagen, dass das nicht unbedingt so viel Unterschied macht. Ja, also es wird versucht habe zu erklären, die Kampfstile selbst unterscheiden sich nur von Waffe zu Waffe. Jede Waffe hat ihren eigenen Move. Hat ihre Movement-Palette, so. Und diejenigen, die alle mit dem Schwert kämpfen, haben dementsprechend auch alle dieselben Slashes oder Angriffe und Aerials und hast du nicht gesehen. Man kann sich auch noch andere Taunts kaufen. Ja. Also Ingame-Währung kann man für Helden ausgeben, für Skins, für, wie er schon sagte, Towns, also Beleidigungen. Sind wir gar nicht, alle Charakter, All Legends Pack kostet 20 Euro. Kann man sich dann alle Charakter kaufen. Oder man kauft sich halt von der Ingame-Währung Skins für Waffencharakter, Sidekicks. Ich komme gerade nicht aus dem Steam-Overlay raus irgendwie. Hey, jetzt. GZ. Ja, ist ein bisschen buggy anscheinend an der Stelle. Aber es ist auf jeden Fall definitiv fair. Die Mammut-Coins. Ich guck nochmal rein bei Mammut-Coins. 100 Mammut-Coins kosten 4,99. Ja, also musst du schon mal über 100. Nee, also sagen wir mal knapp 4,50 Euro vielleicht ausgeben für die billigsten Charakter. Nee. Aber du kannst ja noch andere. Du kannst dir die alle kaufen für normales Ingame-Geld. Ach, ja. Hab ich vorhin schon gesagt. Okay. Aber die Skins kosten dann natürlich. Ja, aber. Skins kannst du alleine nur von Ingame-Gold. Ich hab dir mal wieder nicht zugehört. Von Bezahlwährung kaufen. Aber das Spiel ist definitiv voll klar. Und damit würde ich sagen, wir haben genug getestet. Das Spiel kriegt von mir einen Baum hoch. Mir gefällt das sehr gut. Und es fühlt sich halt nicht nach irgendwas an, wo es nur um Pay-to-Win geht und viel Geld verdienen möglichst und so Kram. Ja? Sondern das ist fair, das gefällt mir. Bleibt auf Platte! Wie gefällt's dir? Ich hab da nicht viel dazu zu dichten. Von daher, Free-to-Play, okay, kannst reingucken, bezahlst nichts dafür. Kannst spielen, macht Spaß, ist ein Brawler. Von Smash Bros. Halt
abgekupfert. Das war der erste Brawler, den es gab. Kannst du nichts sagen. Und ja, fair und macht Spaß. Und sieht gut aus. Sieht gut aus, das wird auch... Die Comic-Grafik. Ja, gerade durch die Comic-Grafik sieht es halt wahrscheinlich gut aus. Kostet nicht so viel Comic-Grafik wie 3D-Grafik. Läuft dadurch auch auf älteren Plattformen, also älteren Rechnern und so weiter und so fort. Gut, also, das war's. Macht's gut, bis dahin und tschaußen, bis zum nächsten Let's Trash. Servus.